das macht auch Spaß. Moin, ich bin's wieder. Und heute geht es mal um den USB-Anschluss hier unten von der neuen Royal Enfield Himalayan. In meinem Reisevideo aus Frankreich, ich glaube im ersten Teil war das, habe ich schon mal gesagt, dass ich da ein bisschen Probleme mit habe. Das heißt, wenn ich navigiere mit der Royal Enfield Navigation, dann schafft es dieser Anschluss nicht, das Handy komplett auf 100% zu halten, sondern im Gegenteil, trotz angeschlossenem Ladekabel, das war das Wort. So, trotz angeschlossenem Ladekabel wird es langsam immer weniger, bis irgendwann eine Warnung auftaucht im Display und auf der dann steht, das Handy hat gleich keinen Strom mehr und schaltet dann die Navigation auch ab. Ist mir auf der, ich möchte jetzt nicht alten sagen, sagen wir auf Saira, noch nie passiert, weil da habe ich mir selber hier diese Anschlüsse angebaut, wo der Umspanner unter dem Tank liegt. Das heißt, den habe ich dahin gebaut und sind dann auch gleich zwei. Und habe ich auch darauf geachtet, dass der auch Schnellladen unterstützt. Das heißt, Laden mit höherer Spannung. Und um jetzt mal rauszukriegen, ob das denn bei dem neuen überhaupt funktioniert, habe ich mir hier mal was besorgt. Und zwar kann man das dazwischen schalten und kann dann hier auf dem Display ablesen, wie viel Volt, wie viel Ampere überhaupt da hineinfließen. Und das ist eigentlich eine feine Sache, weil dann kann man mal überprüfen, reicht denn das oder reicht das nicht? Und genau das mache ich jetzt mal. Und wenn, wie ich vermute, das bei diesem Anschluss nicht reicht, dann werde ich mir da genau das gleiche reinbauen, wie ich es auch in der 411er drin habe, in Saira, damit man ordentlich laden kann. Den Vorteil, den man dann auch noch hat, ist, man hat dann drei Anschlüsse, also man kann dann, wenn man unterwegs ist, die GoPro noch mit laden während der Fahrt oder meinetwegen auch das Tablet, wenn man das vorne in die Taschen tut. Gut, ich schließe das jetzt mal an und dann machen wir mal die erste Messung. Das Handy ist verbunden mit dem Anschluss hier unten. Navigation nach Koblenz habe ich jetzt mal eingegeben, der Einfachheit halber. Und auch eine Besonderheit von diesem Anschluss ist, Strom kommt da erst raus, wenn der Motor läuft oder zumindest mal gelaufen ist. Das kann man ja auch schön sehen. Noch ist hier gar nichts zu sehen. Ich starte den Motor. So, und erst jetzt erscheint hier was. So, wenn ich jetzt aber hier ausmache, dann bleibt es an, genau wie das Licht vorne. So, und jetzt schauen wir mal, was da wirklich hineinfließt. Also 5 Volt und 1,3 Ampere. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht, deshalb habe ich es nochmal vorgelesen. Was dabei auffällt ist, Schnellladen ist das nicht, weil es sind immer nur 5 Volt. Wir haben ja jetzt hier schon ein Handy, was auch Ladung braucht und läuft die Navigation drauf, also mehr Strom kann man denn nicht entnehmen. Wenn das eine Schnellladefunktion hätte, dann müssten das da oben mindestens 9 Volt sein und das kann sogar noch höher gehen. Jetzt probieren wir das Ganze mal an dem anderen Anschluss aus, den ich an Saira angebaut habe und in der Hoffnung, dass es da besser ist, weil dann kriegt Indira nämlich den gleichen. Hier haben wir auch wieder das Gleiche. Es ist dasselbe Ziel eingegeben. Es ist auch die Royal Enfield App wie vorher, nur dass es eben jetzt hier auf dem Tripper läuft und dass die Ladestation hier auf der anderen Seite ist. Deshalb ist das ein bisschen schlecht zu sehen. Aber was man hier sieht, wir sind hier bei 9 Volt. Allerdings haben wir hier nur 0,7 Ampere. Und jetzt ein bisschen komisch finde, weil ich das gestern noch anders gemessen habe. Da war das Handy allerdings auch ganz leer. Also ganz klare Sache, dieser Anschluss unterstützt das Schnellladen. Der auf der New Himalayan oder auf der Himalayan 450 tut es nicht. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ich werde mir da jetzt das Gleiche einbauen und habe dann also drei Ladeanschlüsse, einen USB-C, zwei normale USB-A
und braucht dann auch nur für beide Motorräder dasselbe Kabel, also das passt dann schon. Gut, das werde ich jetzt tun. Das möchte ich einbauen. Weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das her habe, weil der war vorher in meiner Honda drin, aber wie gesagt, die habe ich verkauft. Das habe ich vorher noch rausgenommen und hier steht es auch. Fast Charge, Dual Fast Charge und Input 12 bis 24, Output geht von 9 bis 2 Ampere mit 5 Volt oder 9 Volt oder 12 Volt. Also, das funktioniert, habe ich ja schon ausprobiert. Und für das muss ich jetzt nur noch ein schönes Plätzchen finden im Motorrad. Dafür nehmen wir mal den Tank ab und dann geht's weiter. Ich habe das ja jetzt schon öfter gezeigt, deshalb jetzt nur noch mal im Schnelldurchgang. Die drei Schrauben lösen, Tank ein bisschen anheben, zwei Schläuche entfernen, Benzinleitung entfernen, Anschluss für die Pumpe entfernen und den Anschluss für den Tankgeber entfernen. Dann können wir den Tank abnehmen. Hier vorne ist noch ein Plastik, also das ist es dann schon. Das mache ich jetzt schnell mal. Den habe ich gerade voll getankt. So, da ist er. Jetzt versuche ich mal hier irgendwo noch ein Plätzchen für den zu finden. Das hier wäre schon mal gar nicht so schlecht. Dann könnten wir hier an diesen Stecker, ich komme noch mal von der anderen Seite, dann sieht man das vielleicht besser. So. Also der Plan ist, dass dann, warte, ich stehe mir selbst im Schitt, im Schatten. So. Da sitzt ein Steckerchen. Da. An den möchte ich ran. Der ist für Zubehör gedacht. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das schaffe, diesen Stecker da zu benutzen oder ob ich den abmache und das einfach fest verlöte. Aber das ist schon mal der Platz, wo der Strom herkommt. Und ja, ich schaue jetzt mal, ob es vielleicht klappt, das hier mit an den Rahmen zu machen. Hier durchzugehen und dann hier oben rauszukommen mit den USB-Anschlüssen. Probieren wir mal und dann muss natürlich der Tank noch drauf gehen. So, jetzt müssen wir mal einen Test machen. Also die Kabelführung ist folgende. Hier unten sitzen jetzt die Anschlüsse, also ganz nah am Handy und trotzdem ganz unauffällig. Kabel gehen einmal hier entlang. Durch die originale Kabelführung, hier durch, auch durch die originale und das Umspannerkästchen, das habe ich jetzt mal versucht hier hinzukriegen und die übrigen Kabel, nicht ganz so schön, hier an den Rahmen gebunden. Hier soll jetzt der Strom herkommen von diesem Stecker, wie ich schon gesagt habe, aber bevor ich da anfange, versuche ich jetzt erstmal, ob der Tank hier überhaupt noch drüber passt, weil wenn nicht, dann kann ich das Ganze direkt wieder abmachen. Hätte ich doch mal dich voll getankt, Mensch. Eieiei. So, dann scheint es zu funktionieren, aber ich sitze ja auch noch nicht. Ja, das funktioniert. Das müsste gehen. Und von den Kabeln hier ist nichts mehr zu sehen. Gut, dann versuche ich jetzt mal die Kabel entweder anzulöten oder an den Anschluss dran zu bringen. Da sollen später dann auch noch Heizgriffe dran. Und ich würde gerne auch noch mal prüfen, ob das hier über dieses Relais geschaltet ist. Das machen wir dann in einem noch mit. Jetzt erstmal der Tank wieder runter. Royal Enfield war ja so nett und hat uns diesen Stecker quasi schon mal mitgeliefert. Und ja, ich habe hier auch, weil der ist halt noch nicht bestückt, ne? Aber ich habe hier so Steckerchen, ich weiß nur nicht, ob die passen. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Und ich glaube,
könnten passen. Also was ich jetzt mache, ich löte die jetzt schon mal passend an das Kabel an und versuche die dann mal da durchzustecken. Und dann werden wir ja sehen, ob es geht oder nicht. So, jetzt fließt es. Gut. So, probieren wir mal, ob es fest ist. Ja. So, jetzt kommt der spannende Moment, ob das passt. So, Masse ist oben. Das Ganze kommt so hinein. Also müssten wir das jetzt so hineinstecken. Schauen wir mal, ob das geht. Nee, das war noch nichts. Ah, ich muss hier noch ein bisschen mehr zusammendrücken. Und nochmal. Jo, ich glaube, ich bin drin. Ja, sieht mir hier vorne, sieht gut aus. So, das mache ich jetzt hier für die Plusseite auch nochmal. Verschließe das Ganze hier hinten noch mit Silikondichtmasse. Und dann sollte das eigentlich schon funktionieren. Ja, hoffen wir mal das Beste. Mal schauen, ob man das sieht. So, hier sieht man jetzt, beide Steckerchen sind drin. Jetzt mache ich das hinten noch zu, dass kein Wasser rein kann. Dann verbinden wir es mal Tank drauf und dann kommt der erste Test. Da sitzt es jetzt. Also das ist ein bisschen schlecht zu erreichen, weil das direkt hier hinter sitzt, aber es geht. So, dann gucken wir mal, ob es auch funktioniert. Tank drauf, laufen lassen und dann wissen wir Bescheid. Alles wie vorher. Navigation läuft, hier wird noch gar nichts entnommen, obwohl die Zündung an ist. Und in dem Moment, wo ich den Strom anschalte, oder den Motor anschalte, ja. Und wenn man hier schön sehen kann, hier sind wir auch wieder bei 9 Volt. Das heißt, hier läuft auch die Schnellladung. Wunderbar, also das funktioniert einwandfrei. So, was ich jetzt noch probieren wollte, ich habe ja gesagt, wenn man die Zündung ausmacht, läuft es weiter. Und was ich noch mal probieren möchte, ist, ob... Ja. Richtung Rauscherstraße starten. Mache ich jetzt aber nicht. Ist gut. So, jetzt ziehen wir mal dieses Relais, wenn es sich denn ziehen lässt. Und ich will wissen, ob... Moment. Boah. Okay, das lässt sich so einfach nicht ziehen. Also mal gucken, muss man dann noch irgendwo was drücken. Moment. Ah, ich muss mal die Kamera aus der Hand legen. Hier sitzt noch ein Klemmerchen, was man zur Seite drücken muss. Und ich glaube, auch da werde ich erstmal das ganze Fett beseitigen. Aber was man gesehen hat, in dem Moment ist hier auch ausgegangen. Das heißt, dieser Stecker da, der wird über ein Relais geschaltet, wie ich mir es schon gedacht habe. Was also heißt, das brauche ich auch nicht extra einbauen, das haben wir hier schon. Prima, das freut mich natürlich. Alles wieder zusammen. Nichts von zu sehen. Tank sitzt auch wunderbar. Und hier sind jetzt die zwei neuen Anschlüsse. Und die sind ja mit diesen Gummis verschlossen. Das hat sich auf der Saira ja, jetzt schon seit fast 3 Jahren bewährt. Wird auch hier wieder funktionieren. Wunderbar, ich freue mich. Dann steht der nächsten langen Tour ja nichts mehr im Wege. Und wenn euch das
ein bisschen gefallen hat, dann liken, abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Und ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal.